Ich heiße alle Rennsportfans willkommen zu einer neuen gefährlichen und mega rasanten Saison. Wie immer berichtet GT Blitz für euch aus der Box hautnah von der Action, wenn die besten Fahrer der Welt sich im Kampf um den großen Meisterschaftspokal von Crust City die Köpfe einfahren. Am Ende wird nur ein einziger den Preis als bester Fahrer gewinnen. Am Ende siegt nur einer und wir bringen euch die ganze Spannung und alle Crashs. Das erste Rennen beginnt in wenigen Minuten. Also bleibt dran und lasst die Motoren röhren. Das erste Rennen. Ich fürchte, dies wird böse enden. Ein weiser Mann sagte einst, achte auf die, die vor dir sind. Doch hüte dich vor denen hinter dir. Welcher weise Mann sagt das? Ich sag's. Okay, das hier gefällt keinem von uns. Doch machen wir das Beste daraus. Mein Vater gab uns alles, was für den Sieg nötig ist. Einer kann es schaffen, wenn wir alle zusammen... Dein Vater hat uns diesen Schlamassel eingebrockt. Also klappe, sonst kracht's. Sian, hab schon gehört, dass dieses Jahr ein paar Neulinge starten. Aber das wollte ich selbst sehen. GT Blitz, mein Name. Der Rennbeauftragte von Crust City und Star des meistübertragenen Sportevents des Planeten. Wollte euch nur Glück wünschen. Und ein paar wichtige Regeln erklären. Keine Privatwetten, kein Betrug, keine Regelverstöße, sonst kracht's. Ist das klar? Das ist Showbusiness, Jungs. Und Mädels. Und nur die Besten schaffen's zu den großen Events, also strengt euch an und begeistert die Menge. Los geht's. Ihr habt's gesehen, Leute. Wenn ihr nicht vor Langeweile umgekippt seid oder umgeschaltet habt. Ein unbekannter Fahrer gewinnt sein erstes großes Rennen, aber voll unspektakulär. Sag uns, was da draußen los war. Hattest du etwa Angst? Nein. Na, dann warte, bis du gegen die Champs antrittst. Es wird noch schlimmer. Oh ja. Meinst du, du packst es? Lass ihn in Ruhe. Das war wohl ein Nein oder kein Kommentar. Und damit schalten wir um zu Greaser in der Box. Das war's. Hört zu, ihr Jungs seid Warmduscher. Ich brauche mehr Action. Mehr Feuer. Die Einschaltquoten sanken beim letzten Rennen um 13 Punkte. Das geht nicht. Wenn ihr dazugehören wollt, müsst ihr noch viel mehr gewinnen und vor allem spektakulärer. Macht mal ernst, dann kriegt ihr vielleicht ein neues Interview. Wenn es euch dann noch gibt. Oh nein, da kommt Grinsefresse höchst selbst. Jetzt seht ihr Neulinge endlich, wovon ich schon die ganze Zeit rede. Weshalb dieser Sport der beliebteste der Welt ist. Spitzentempo und totale Gefahr. Ich hoffe doch, ihr habt noch nicht gefrühstückt. Sonst kotzt ihr noch auf euer Outfit. Wir haben keine Angst, oder Jack? Oder Jack? Hey, sag was Heldenhaftes! Willkommen auf einer der schnellsten Strecken der Welt. Das ist der Todesring. Schon viele fanden hier den Tod auf der Jagd nach ihrem Traum. Bringt die Menge zum Toben! Viel Glück, ihr könnt's brauchen. Mehr als ich meine Einschaltquote. Willkommen zurück zur GT Blitz Show. Leider hat der Sender in seiner unendlich geringen Weisheit einen Co-Moderator angeheuert. Wüsste zwar nicht, wer mir das Wasser reichen könnte, aber was soll's. Ein recht lauwarmes Willkommen für meinen neuen Kollegen, Mr. Pecker. Danke, GT. Und hallo an alle Zuschauer da draußen. Ich danke dem Sender für die Ernennung zum Retter dieser farblosen Show. Nun denn, willkommen an Bord, Pecker. Jetzt reicht's! Wer ist dein Agent? Warum kriegt immer Pecker die ganzen tollen Jobs? Als erstes soll ich den Gerüchten um diese Superwette auf das diesjährige Meisterschaftsrennen nachgehen. Quellen zufolge ist eine Verbrecherorganisation involviert. Doch leider rufen meine Quellen nicht zurück. Sie werden vermisst. Vermutlich sind sie tot. Aber Pecker erschüttert so leicht nichts. Ich werde die Wahrheit aufdecken und sie hier in der Show verkünden. GT? Ja, natürlich. Und lass mich noch sagen, wie sehr ich mich auf unsere Zusammenarbeit freue. Ich mich auch, Blitzmann. Ups, sorry. Oh, du kleiner Mieser. Da bist du ja, Jack. Trinkst du dir Farbe an? Kannst du auch brauchen. Wirkst auf dem Bildschirm echt blass. Hör zu, ich wollte euch nur sagen, dass ihr euch mit ein paar Jobs für die Kommission und andere coole Geräte verdienen könnt.
Was für Jobs? Was für Geräte? Gute Teile. Im Massenstadion von Krass sind ein paar Schaufelroboter durchgedreht. Zerstöre sie, bevor jemand verletzt wird. Wenn du alle erledigst, bekommst du eine Belohnung. Klingt gut. Klingt gefährlich. Ist es. Aber die Gewinne sind gut und ihr könnt sie brauchen. Das heißt, falls ihr euren Wagen weiter verbessern und mit den anderen mithalten wollt. Das Angebot steht. Aber seid vorsichtig. Wir möchten nicht, dass sich einer unserer künftigen Rennstars wehtut. Hallo, Tempo-Freunde! Wir sind wieder live beim größten Sportereignis des Planeten. Sieht aus, als würde es auch diesmal brandheiß. So wie die schwelenden Wracks am Streckenrand. Lasst euch dieses Feuerwerk nicht entgehen! Wie schafft er das, dass sein Haar so glänzt? Muss ich wissen. Heute kriegen wir wohl echte Profis zu sehen. Wie schön. Dieser Blitz ist voll gruselig. Und in echt ist der Kriecher sogar noch schlimmer. Wär doch bloß... Hey, Leute, habt ihr meine Sendung gesehen? Das wird kein Spaziergang heute. Die Wetten stehen hoch. Man sagt, diese Meisterschaft wird entschieden zwischen euch und Misos Dream Team. Aber laut Buchmacher habt ihr keine Chance. Aber auch nur, weil diese Deppen nicht mit mir rechnen. Sieg! Ist die Kamera unscharf? Der große Sieg mischt in diesem Rennen mit. Das wird ja besser, als ich dachte. Aber jetzt entschuldigt mich. Auf mich warten echte Interviews. Ja, geh nur. Sorry, dass ich so spät dran bin, Leute. Zum wiederholten Male bringen wir die ganze Renn-Action hautnah zu euch. Ja, claro. Der heutige Sieger rückt der Qualifizierung zum großen Meisterschaftsrennen einen Schritt näher. Doch dieser Schritt könnte der letzte sein. UR86 hat in dieser Disziplin noch nie verloren und die Menge verlangt lautstark nach einem neuen Metallgemetzel. Sieh dir 86 nur an. Seine Haltung, sein Pokerface verrät gar nichts. Er ist halt ein Roboter. War doch klar. Das war's. Pass auf dich auf, Jack. Er heizt einen wirklich ein. Mit seinem Tempo und seinen Waffen. Schmelzen wir das Teil. Das war ein großer Sieg für den Neuling, mein gefiederter Freund. Diesen Jungen sollten wir auf alle Fälle im Auge behalten. Ich hab nachgeforscht, Blitzbaby, und weitere Einzelheiten zu den Gerüchten über diese Unterweltwette entdeckt. Jemand manipuliert unseren Sport. Weißt du, ich berichte schon seit Jahrzehnten. Glaubst du allen Ernstes, du kannst einfach in meine Show kommen und mich... Willkommen zurück zur Show. Heute steht ein besonderes Ereignis an und die Rennregeln wurden extra geändert. Für noch mehr Spannung. Wie machen sich denn Jack und seine Bande von Außenseitern so? Tja, Blitz. Jack hat schon echt harte Nüsse geknackt. Ach komm, glaubst du echt, Jack hat eine Chance? Er tritt gegen Spitzenprofis an. Echt starke Konkurrenz. Aber ich lasse dir das letzte Wort. Tja, GT. Ups, sorry, das war mehr als ein Wort. Meiner Erfahrung nach wird Jack bei der Konkurrenz quasi die Schlussklappe sehen. Das ist Fernsehjargon vom Feinsten. Oh ja, von mir kannst du noch was lernen. Was, von dir? Da lachen... Ja, die Hühner! Ich liebe diesen Sport. Allein letztes Jahr brachte das Rennen mehr Geld ein als der gesamte Jahresetat von Krass. Echt stark, was? Aber mal ganz im Vertrauen mit der richtigen Vision könnte man das noch viel größer aufziehen. Man könnte den Sport per Gesetz auf noch mehr Kanälen übertragen. Vielleicht sogar in den Schulen für die Kids. Scheinbar verdient hier jeder an diesem Kram. Na, aber klar doch. In diesem Sport geht's um einen Haufen Kohle. Und wo es um Geld geht, gibt's Verbrechen. Ich glaube, Crew benutzt uns. Aber gegen wen? Keine Ahnung. Hallo, Rennsportfans! Willkommen zu einer neuen GT-Blitz-Show. Was meinst du, Pecker? Ist das eine tolle Saison oder was? Stimmt, GT. Es war wirklich... Schön! Gut, wir haben heute zwei der besten Rennfahrer hier bei uns. Also, Racer, sag... Wie fühlt man sich, wenn man beim größten Rennsportereignis des Planeten mitmacht? Meiner Show. Tja, wie ihr wisst, befürworte ich die Ausweitung unseres Sports. Wir brauchen mehr Action, mehr Spannung, mehr Gefahr. Sehr gut, sehr gut. So, sag uns, Jack, wie lebst du mit der Gewissheit, dass du oder Razor am Saisonende tot sein werdet? Du musst enorm motiviert sein, mit diesem Druck Rennen zu fahren. Sagen wir mal, wir würden dafür sterben.
Manche sagen, der Verbrecherboss Miso wäre involviert. Für jemand, der die Öffentlichkeit meidet, taucht Misos Name recht häufig auf. Ihr hört es, Leute! Diese zwei sind auf Kollisionskurs. Und wir dürfen anschließend die Leichen identifizieren. Hallo Rennsportfans! Wir berichten live aus dem öden Haven City zum Start der Welttour. Jawohl, wir senden weltweit, Baby! Im heutigen Rennen treffen die Veteranen zum ersten Mal auf die neuen Stars und der Blitzmeister schätzt, es wird ungemütlich. Also, wir bleiben hinter der Absperrung und bringen euch die ganze Action live. Bleibt dran! Gerade sind zwei der besten Fahrer bei mir. Cleaver, der muskulöse Gott des Streckendonners. Und der flinke und blitzschnelle Jack. Also, Jack, es heißt, auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jeder will dich tot sehen. Jeder, außer mir natürlich. Du bringst Einschaltquoten. Todesdrohungen, Kopfgeld sind uns egal. Wir fürchten den Tod nicht. Wow! Moment mal! Ich möchte bitte zu Protokoll geben, dass ich rundheraus gegen das Sterben bin. Egal wie! Klappe, ihr Flaschen! Ich werde euch auf der Strecke finden und dann werdet ihr euch noch wünschen, euch nie hinter Steuer geklemmt zu haben. Ihr habt's gehört, Leute! Der Federhandschuh wurde geworfen und ihr seid beim größten Rennen der Saison live dabei, wenn... Jack und Xter uns zeigen, wie sie Helden wurden. Und hier der glückliche Sieger, Ladies and Gentlemen. Wohlverdient, wahrlich wohlverdient. Du hast wirklich Talent, mein Junge. Was ist dein Geheimnis? Frischluft. Köstlich. Haha, köstlich. Und ich würde gerne all meine Freunde grüßen und außerdem noch... Ja, ja, gib her. Sag mir, Jack, du hast gerade einen der besten Fahrer besiegt und dich für die große Meisterschaft qualifiziert. Beeindruckende Bilanz. Glaubst du nicht, dass man dich dafür töten wird? Was? Habe ich genuschelt? Hast du keine Angst? Ganz ehrlich, ich bin eh schon tot. Aber warum soll ich nicht noch ein paar Mistkerle mit mir nehmen? Naja, du hast die Leute begeistert und das ist gut fürs Geschäft. Außerordentlich gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr GT Blitz. Wiedersehen. Hast ja eine heiße Nummer am Laufen. Oh, das ist alles Show. Für die höheren Mächte. Doch, ich wäre vorsichtig. Miso hat wohl ziemlich hoch auf das Rennen gewettet und verloren. Ich hoffe, er hat zugesehen. Oh, das hat er bestimmt. Was machst du hier? Glaubt der Sender wirklich, dass du die Zukunft bist? Vielleicht ist's die Haltung. Mein Aussehen, die Art... Und wieder haben wir ein spannendes Rennen, Leute, wo Überleben nicht minder wichtig ist als der Sieg. Sag, Blitz, hat nicht hier dein Vater seine erste Meisterschaft gewonnen? Nun ja, das stimmt. Es heißt, er war ein toller Fahrer. Er war der Beste. Bis er auf dieser Strecke starb, ein paar Jahre später. Ein grausamer Sport, nicht? Aber genug von meinem alten Herrn. Kehren wir zurück zur Action. Diesmal bin ich mit euch da draußen, Jungs. Ich komm schon klar. Ich schnapp mir Razor. Dieses Rennen dürfen wir nicht dem Zufall überlassen. Hab um mich keine Angst. Ich komm schon klar. Leute, ihr hört jetzt live eine heimlich aufgenommene Nachricht, die vorhin beim Sender abgegeben wurde. Sie ist vom mysteriösen Verbrecherboss Miso höchst selbst. Sieh an, endlich kriegt diese Ratte aus ihrem Loch. Hallo, Rennfahrerkollegen. Eure Beharrlichkeit diese Saison war überraschend. Aber Crew hat euch zum Narren gehalten. Doch ich bin geneigt, euch zu vergeben und euer Leben zu verschonen, wenn ihr abhaut. Sofort. Das ist unmöglich. Wir haben keine Wahl. Seid ihr verrückt? Der gefährlichste Verbrecher der Welt bietet euch einen Deal und ihr lehnt ab? Womit hat Crew euch in der Hand? Es ist ein Rätsel, Leute. Falls du zuhörst, Miso, deine Tage sind gezählt. Wir werden siegen oder dabei sterben. Jack, lass mich dir danken. Ich... Schon gut. Und hier ist er, Ladies und Gentlemen, der Sieger über den mächtigen Razor. Wie ist das, noch am Leben zu sein? Ich will bloß die Meisterschaft. Dann reden wir. Warum bist du denn so wortkarg, Jack? Du wirst der neue Star. Die Meisterschaft ist so gut wie entschieden. Natürlich verliert jeder Star auch mal seinen Glanz.
Blitz, wir müssen reden. Wir haben Jacks sabotierten Wagen untersucht. Der Sprengstoff... war der gleiche, der auch deinen Vater tötete. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Schnallst du es nicht? Die Leute, die uns töten wollen, brachten auch deinen Vater um. Das Syndikat tötete also meinen alten Herrn. Wen wundert's? Er war arrogant und anmaßend. Das sind ziemlich üble Leute. Wenn du irgendetwas weißt... Ich weiß nur, dass die Einschaltquoten diese Saison hochschießen. Und es wird immer besser, je näher das Saisonende rückt. Das ist alles, was für dich zählt? Das ist alles, was ich habe. Und jetzt entschuldigt mich bitte, die Kameras warten. Danke nochmal, Jack, für deine Hilfe. Ohne dich wären wir jetzt nicht hier. Rain, wegen deines Vaters, Crew und so. Rain, ich muss dir was sagen. Hallo Rennsportfreunde, hier sind wir live mit den allerneuesten Nachrichten. Uns liegen Unterlagen vor, die beweisen, dass Jack schuld an Crews Tod ist. Was? Jack hat ihn in einer furchtbaren Explosion sterben lassen. Wie herzlos kann man sein? So war es nicht. Rain, ich hatte keine Wahl. Ich hab's Jack doch gleich gesagt. Er soll's zugeben. Ihr wusstet das? Ihr wusstet das alle, oder? Könnte es noch pikanter sein? Tja, klärt das mal unter euch. Zurück zu dir, Greaser, und einer Werbeunterbrechung. Sorry, Leute, aber so ist das Showgeschäft. Wer bist du? Dein Vater war kein so guter Mensch. Er hat viele Leute umgebracht. Und du glaubst, dass Miso besser ist? Wenn wir diese Meisterschaft verlieren, muss die ganze Stadt drunter leiden. Du würdest es nicht verstehen. Lass mich in Ruhe. Wenn ich muss, gewinne ich auch ohne dich. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Hey, das ist unfair. Also, ich find's total lecker. Auch mal beißen? Das könnte mein Onkel sein. Ich hatte auch einen Onkel. Er hat meinem Vater immer gesagt, dass er mit dem Rennen aufhören und sich lieber um die Familie kümmern soll. Ich war schon allein, als mein Vater noch lebte. Jack weiß sicher, wovon ich rede, nicht wahr, Jack? In den letzten paar Wochen fand ich heraus, wer meine Freunde sind. Oh, bitte. Die BS-Anzeige ist jetzt richtig festgemacht. Bin gespannt, ob deine sogenannten Freundschaften es aushalten, wenn Miso bekannt gibt, dass am letzten Rennen ein Überraschungsfahrer teilnimmt. Herzlich willkommen zum letzten Rennen der Saison. Wer hier gewinnt, darf alle Murmeln mit nach Hause nehmen und hat in Car City buchstäblich das Sagen. Und der Verlierer? Moment, das kommt gerade rein. Es gibt eine neue Meldung für das Miso-Team. Man sagt, dieser geheimnisvolle Radmeister ist einer der besten Fahrer der Welt. Also bleiben Sie dran für Tod und Zerstörung. Haha, da habt ihr's, Leute. Die große Meisterschaft von Crash City geht an Jack und sein Team. Was für ein Finish. Und der mysteriöse Fahrer entpuppt sich als mein Co-Moderator GT Blitz. Du hast es geschafft. Ja, wir haben. Rain, was ist los? Bleib ruhig. Wir wollten nur Miso aus seinem Versteck locken. Wegen des Gifts. Keine Angst. Ich hab das Gegengift bei mir. Woher wusstest du, dass er so nah sein würde? Vater wollte Miso schon lange töten, konnte ihn aber nie finden. Dann wurde uns klar, es gibt gar keinen Miso. Oder vielmehr... Aus dem Weg! Das war regelwidrig! Blitz! Nein, Miso! Mein Wettverlust ändert gar nichts. Doch zuerst müssen die Leute sterben, damit es niemand hier erfährt. Niemand außer den 200 Millionen Zuschauern. Was? Lächle in die Kameras, du Held. Jeder Star stürzt mal ab. Stimmt's, Miso? Ah, ihr werdet alle sterben. Gib noch Jack! Sie wird auch dich reinlegen. Lebst du immer noch? Rain, sie wird noch schlimmer als ich. Klar. Und auch ihren Vater töten? Wieso nicht? Er verließ uns wegen seiner Rennbesessenheit. Und wir schworen uns, den ganzen miesen Sport zu kontrollieren. Alles davon. Bis ins Letzte. Du lässt gerne Leute zum Sterben zurück, nicht wahr? Man gewöhnt sich dran.